Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Udo Sendai-Dukai und dieses Video soll allen Menschen helfen, die sich für Musikproduktion unter Linux interessieren, aber nie zu fragen wagten. Es soll eine solide Grundlage sein und jede Menge Tipps, Tools und Tricks werden genannt. Das wird ein sehr wilder Ritt und auch wenn du vielleicht nicht gleich alles verstehen solltest, ist es wichtig, dass du das eine oder andere schon mal gehört hast und es ein bisschen einordnen kannst. Also entspann dich, lass dich einfach berieseln. Anhalten, zurückspulen oder nochmal anschauen kannst du ja jederzeit. Die Quellen verlinke ich dir in der Videobeschreibung. Eine Sache vielleicht noch, da ich KDE benutze, sind die Programmempfehlungen auch etwas KDE-lastig. Was KDE ist, erkläre ich gleich. Wenn du tolle Alternativen zu KDE benutzt, schreib sie doch bitte in die Kommentare. Dann legen wir mal los. Der erste Teil des Videos handelt über das Linux-Ökosystem im Ganzen, um ein klein wenig Verständnis zu bekommen, wie so ein Linux aufgebaut ist. Also die Basics, die in anderen Betriebssystemen schon mit der Muttermilch aufgesogen, von Microsoft mit der Impfung gechippt und von Apple gebrainwashed worden. Kleiner Scherz. Erstens, Linux ist modular. Das Teile- und Herrsche-Prinzip, Englisch Divide and Conquer bzw. Lateinisch Divide et Impera, bezeichnet in der Informatik ein Paradigma für den Entwurf von effizienten Algorithmen. Bei einem Teile- und Herrsche-Ansatz wird das eigentliche, in seiner Gesamtheit als zu schwierig erscheinende Problem so lange in kleinere und einfache Teilprobleme zerlegt, bis diese gelöst bzw. beherrschbar sind. Anschließend wird aus diesen Teillösungen eine Lösung für das Gesamtproblem rekonstruiert. Also in Linux gibt es viele Tools und Anwendungen, die ihren kleinen Aufgabenbereich funktional außerordentlich gut abdecken. Diese können dann miteinander kombiniert werden, sodass auch äußerst komplexe Aufgaben mit diesen relativ einfachen Tools erledigt werden können. So sind natürlich nicht nur die Tools in Linux, sondern das gesamte System aufgebaut. Das zeige ich dir gleich. Der Linux-Kernel. Die Definition. Der Kernel eines Betriebssystems bildet die hardware-abstrahierende Schicht. Das heißt, er regelt die Kommunikation und die Steuerung der darunterliegenden Hardware. Und es gibt sehr viele unterschiedliche Hardware von Intel über AMD, über Raspberry Pi, ARM, Smartphones, Smart Home, CISC, RISC, Mikrocontroller und viele mehr. Linux hat die breiteste Hardware-Unterstützung auf diesem Planeten. Linux ist dabei ein modular-monolithischer Kernel. Das heißt, er ist zuständig für Speicherverwaltung, Prozessverwaltung, Multitasking, Lastverteilung, Sicherheitseinhaltung und Eingabe-Ausgabe-Operationen auf verschiedene Geräten. Alles ist dabei in verschiedene Schichten übereinander gestapelt und jede Schicht übernimmt bestimmte Aufgaben. Entweder tiefer und näher an der Hardware oder höher und näher am Betriebssystem. Zum Thema Treiber. Linux kann Treiber, die unter Linux-Module heißen, während des Betriebs laden und wieder entfernen. Damit wird die Flexibilität erreicht, um unterschiedlichste Hardware ansprechen zu können, ohne sämtliche, auch die nicht benötigten Treiber und andere Systemteile im Arbeitsspeicher halten zu müssen. Das kann vom USB-Audio-Interface bis hin zu einem Firewall-Modul oder einem weiteren Touchpad alles sein. Um diesen Kernel herum existiert ein riesiges Ökosystem von verschiedenen Tools. Konsolen oder Shells oder auch Eingabeaufforderungen wie Bash, ZSH, SH und mehr. Tools, um Dateien und Verzeichnisse zu erstellen, kopieren, verschieben, löschen. Systeminformationen anzeigen lassen. Eine schier unendliche Zahl an Kleinstprogrammen, die wie vorhin angesprochen problemlos miteinander kombiniert werden können, um auch die komplexesten Aufgaben zu bewältigen. Paketmanager, um Software zu installieren. Dazu mehr auch im zweiten Teil. Das grafische Subsystem Xorg oder der aktuelle Nachfolger Wayland. Xorg als Display-Server ist die zentrale Komponente des Fenstersystems, welches sowohl die Interaktion zwischen Hardware, Bildschirm, Maus, Tastatur und anderen Eingabegeräten und Software als auch die Interprozesskommunikation innerhalb des Fenstersystems übernimmt. Also wenn Fensterapplikationen miteinander kommunizieren. Dazu gehört zum Beispiel das allseits bekannte Copy und Paste. Wayland ist der aktuelle Nachfolger von Xorg, der wohl im Jahr 2024 in den meisten Linux-Distributionen als Standardkonfiguration Einzug halten wird. Ziel von Wayland ist es, eine einfachere, schnellere und sichere Display-Server-Schicht als das alte Xorg zur Verfügung zu stellen. Anwendungen, die für Xorg geschrieben wurden, können auch unter Wayland weiter benutzt werden. Es besteht eine Abwärtskompatibilität. 3D-Grafik und Grafikbeschleunigung gibt es natürlich auch. Das ist die Mesa 3D-Bibliothek, ein OpenGL-Grafikbeschleuniger. Unter Windows gibt es sowas Ähnliches, das wird dann DirectX genannt. Und das ist nicht nur für das Gaming.
Der Nachfolger von OpenGL bzw. Mesa 3D heißt übrigens Vulkan. Desktop Environments bzw. Desktop Umgebungen. Ich zitiere aus der Wikipedia die sehr vereinfachte Definition. Eine Desktop-Umgebung ist eine grafische Arbeits- und bzw. Benutzerumgebung von Betriebssystemen in Form einer grafischen Shell, also ein Eingabe-Ausgabesystem oder Mensch-Maschine-Schnittstelle, also da, wo wir mit der Maus rumklicken. Die unterste Fensterebene wird dabei als Desktop oder Schreibtisch bezeichnet. Auf jeder können Dokumente abgelegt werden und über dem Desktop schweben Programmfenster, die ihn teilweise oder ganz überdecken. Natürlich macht so eine Desktop-Umgebung noch mehr Dinge, wie zum Beispiel Schriftarten anzeigen und verwalten, Multi-Monitor-Einstellungen, Fensterfarben und Verhalten oder Tastaturkommandos und vieles mehr. Bekannte Desktop-Umgebungen sind zum Beispiel GNOME und KDE und Cinnamon und LXDE und Mate, Enlightenment, LXQT, Pantheon und noch viele mehr. Im Prinzip kannst du dich entscheiden, welche Desktop-Umgebung dir am meisten zusagt. Der Audio-Server heißt Pipewire und ist der neue Standard für Audio, MIDI, Video mit Wayland, für das ich hier auf dem Kanal schon 2 Videos gemacht habe. Pipewire löst damit den Check-Audio-Server ab. Pipewire besteht grob aus 2 Teilen. Der erste Teil ist Pipewire selbst, das wie so ein Regelwerk und eine Adapterinfrastruktur für alle angeschlossenen Audio-, MIDI- und Videogeräte fungiert. Und der zweite Teil ist der Session Manager Wireplumber, der auf Basis der Regeln von Pipewire die Audio-MIDI-Video-Verbindung aktiv monitort, managt, herstellt, übergibt oder beendet. Die Standard-Dateisysteme, also das, womit du deine Festplatte formatierst, unter Linux sind ext4 und btrfs oder btreefs oder auch butterfs genannt. Für den normalen Anwendungsfall ist das ext4-Dateisystem absolut optimal. Linux unterstützt sehr viele verschiedene Dateisysteme, darunter natürlich auch FAT16, FAT32 für USB-Sticks und SD-Karten und natürlich auch die Windows- und Mac-Dateisysteme, falls du mal solche Datenträger lesen können musst. Ein bisschen mehr dazu im zweiten Teil. Ganz wichtig: Unter dem System Linux ist alles eine Datei. Die meisten Konfigurationen werden in Textdateien gespeichert. Hardware wie Festplatten und deren Partitionen, USB-Geräte, Monitore, Mäuse, Tastaturen und so weiter und so fort liegen im Dateisystem wie ganz normale Dateien, standardisiert in Systemverzeichnissen. Das hat sehr viele Vorteile, weil sie dadurch für alle Tools, die die dafür notwendigen Berechtigungen erhalten, zugreifbar sind. Nun zu den Linux-Distributionen. Es gibt einige, ich nenne sie mal Ur-Distributionen. Ubuntu, Red Hat, Fedora, SUSE oder OpenSUSE, Arch Linux, Slackware, auch ein Urgestein, das von nur einer Person seit Jahrzehnten gepflegt wird, Gentoo oder wie ich sie liebevoll nenne, kompiliert dir alles selbst für den effektivsten Gebrauch, zu dem du aber nie kommst, weil du ständig alles kompilierst. Wobei es eine Ankündigung gab, dass die jetzt auch vorkompilierte Pakete anbieten wollen. Und natürlich viele mehr. Von diesen Urdistributionen gibt es viele weitere Derivate oder Abkömmlinge. Zum Beispiel die Ubuntu Studio Distribution, die speziell für Audio und Video konzipiert ist, zu der ich dir, wenn du Linux-Einsteiger bist, auch raten würde. Einfach installieren und glücklich sein. Warum gibt es so viele Distributionen? Weil sich Linux durch diese Modularität unglaublich gut anpassen kann. Das ist wie ein Maßschneider. Du willst Kleidung, die dir perfekt angepasst wird, dann passt dir ein Maßschneider alles auf den Millimeter genau an. Passt irgendwas nicht mehr, kann es erneut angepasst werden. Was heißt das? Linux gibt es für das Internet als Webserver, Firewall, Proxy-Server, Router oder in deiner Fritzbox, Google, Amazon, Microsoft und man munkelt, Apple hosten ihre Clouds hauptsächlich auf Linux. Und in vielen Social-Media-Plattformen wie Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, das Fediverse und viele mehr ganz zu schweigen. Linux gibt es für den Desktop, für dein neues Notebook, für deinen Computer, für deine uralten 32-Bit- und 64-Bit-Notebooks, für dein Tablet oder für dein Smartphone. Eine Art Linux, genauer gesagt BSD, läuft auf dem Apple-Computer. Apropos Apple, eine aktuelle Linux-Distribution für die neuesten Apple-Computer ist in den Benchmarks schneller als Apples eigenes Betriebssystem. Linux gibt es für deine Musikhardware, wie die Archiforce oder die Push 3 von Ableton, die OpenSynth-Plattform Synthian oder das universelle Effektpedal Mod Audio und einige mehr. Linux läuft vermutlich auf deinem Smart-TV, in deinem Kühlschrank, sowieso auf deinem Android-Telefon, in deiner Heizungssteuerung, deiner Mediabox oder steuert die Elektronik in deinem Auto. Linux ist überall, weil Linux frei ist und weil Linux an alles hochflexibel anpassbar ist.
drei wichtige Namen von Distributionsversionen. Es gibt LTS, das heißt Long-Term Support. Das wird immer mit einer extrem stabilen Version verbunden. Sicherheitsupdates und Fehlerkorrekturen fließen da zwar immer ein, aber Programme werden meist zur nächsten LTS-Version aktualisiert. Wer also ein absolut zuverlässiges System, zum Beispiel für seine Studioproduktion oder Live-Auftritte braucht, ist mit dieser Version gut beraten. LTS-Versionen werden meist zwischen 4 und 10 Jahren mit Fehlerkorrekturen und Sicherheitsupdates gepflegt. Es gibt die STS, Short-Term Support. Diese enthalten neuere Programmversionen mit den neuen Features. Die STS-Versionen erscheinen meist halbjährlich bis jährlich. Und es gibt Rolling Releases und die sind es, das was der Name sagt. Die aktuelle Version ist die aktuelle Version. Wer ein Update macht, ist automatisch auf dem neuesten Stand dieser Linux-Distribution. Von LTS über STS zu Rolling Releases steigt natürlich das Risiko von Fehlern irgendeiner Art. Aber viele dieser Distributionen sind so stabil, dass zum Beispiel für den Computer, der nicht gerade ein Produktionsrechner ist, es gar kein Problem darstellt, eine STS oder einen Rolling Release Distribution zu installieren, wenn du unbedingt immer die neuesten Features haben musst. Eine letzte wichtige Sache bei diesem Rundblick möchte ich noch erwähnen, weil dieses Thema immer im Zusammenhang mit Linux erwähnt wird, nämlich der Begriff Open Source. Open Source heißt, dass der Quellcode offen liegt. Mehr nicht. Es heißt nicht automatisch, dass sie kostenlos ist. Damit werben auch viele Firmen, aber da sind auch viele faule Äpfel dabei. Der Begriff Open Source ist nicht geschützt und jeder kann das so ein bisschen auslegen, wie er will. Wenn etwas Open Source ist, sollte immer sofort die Frage gestellt werden, unter welcher Lizenz? Die Lizenz ist wichtig, damit man weiß, was man da vor sich hat und wie damit umgegangen werden darf. Also kopieren, verändern, verkaufen, kommerziell nutzen und ob es Auswirkungen auf das eigene Produkt hat, wie zum Beispiel, ob das eigene Produkt auch unter derselben Lizenz veröffentlicht werden muss oder ob es egal ist. Die bekanntesten Open-Source-Lizenzen sind die GPL oder auch die AGPL zum Beispiel und die MIT-Lizenz. Weitere Lizenzen, mit denen du sicherlich schon mal irgendetwas zu tun hattest, sind die Creative Commons-Lizenzen, mit denen Content wie Bilder, Videos oder Texte und ihre Verwendungsvorschriften definiert werden. So, nach diesem ersten Teil mit der Übersicht, was Linux als Kernel, als Software-Ökosystem und Lizenzen überhaupt ist, komme ich zum zweiten Teil. Nämlich ein bisschen Organisation, Tools und Programme, die auf einem Musikproduktionsrechner sehr hilfreich sind und um praktische Tipps wie ein Backup für das System und für deine Daten. Auch hier wird es wieder ein wilder Ritt. Wie schon vorhin gesagt, wichtig ist, dass du das eine oder andere schon mal gehört hast oder ein wenig einordnen kannst, beziehungsweise dir ein paar Anregungen holen kannst, was für dich eventuell nützlich ist. Als erstes die Verzeichnisstruktur. Alles liegt unter einem Slash und der Slash heißt Root. Es gibt keine Laufwerksbezeichnung, sondern nur Unterverzeichnisse. Laufwerke, USB-Sticks oder SD-Karten werden eingehängt bzw. gemountet und sind dann in einem Unterverzeichnis zugreifbar. In einer Konsole oder Shell erhältst du mit dem Befehl Mount eine Übersicht, welche physischen und virtuellen Geräte gemountet bzw. zugreifbar sind. Die Dateiensysteme. Die Standard-Dateisysteme für Linux sind ext4 und btrfs. Es gibt grafische Kommandozeilentools wie cfdisk oder Partitionsmanager zur Partitionsverwaltung und Erstellung von Dateiensystemen oder anders ausgedrückt zum Formatieren von Datenträgern und Partitionen wie FAT, NTFS, HPFS. Du kannst alle gängigen Dateiensysteme wie FAT, NTFS, HPFS oder was auch immer formatieren und benutzen oder auch völlig abgespacete wie das interplanetare Dateisystem IPFS. Oder du kannst auch im Netzwerk per Cloud, WebDAV, SMB, FTP oder SSH auf andere Rechner und Geräte zugreifen und ohne weitere Programme dir das als Unterverzeichnis einhängen. Berechtigung auf Verzeichnisse und Dateien. Linux hat einen sehr starken Fokus auf Berechtigung, also wer ist in welcher Gruppe und darf was machen. Grafische Helfer gibt es in der Desktop-Umgebung oder Textkonsolenprogramme wie zum Beispiel ChangeMod und ChangeOwner oder Chmod, Joan. Das Home-Verzeichnis bzw. dein Benutzerverzeichnis. Im Home-Verzeichnis werden normalerweise alle Einstellungen als Textdateien gespeichert. So etwas wie eine Registry wie in Windows gibt es nicht. Du kannst daher bei der Übertragung deines Home-Verzeichnisses auf einen anderen Computer alle Einstellungen deiner Programme einfach so mitkopieren oder auch von deinem Backup zurückspielen. Thema Backup. Übrigens, wie immer, auf magnetische Festplatten, also die alte Technologie machen. Die fallen nämlich nur Stück für Stück aus.
kann man sich vorstellen wie so ein poröser Rand, der langsam abbröckelt. Eine SSD-Festplatte fällt meistens komplett aus. Mit sehr viel Glück kannst du hier und da noch Daten retten, aber beim Backup solltest du dich nicht auf dein Glück verlassen. Time Machine, um ein Betriebssystem-Backup zu machen. Back in Time, um deine Daten inkrementell zu sichern. Geh Smart Control, um die Festplatte gegen einen Ausfall zu überwachen. Partitionsmanager, um deine Festplatten zu partitionieren und formatieren. Und jetzt noch zu Windows-Programmen. In manchen Fällen ist es notwendig oder man will Windows-Programme laufen lassen. Unter Linux geht das zum einen mit Wine, einem sogenannten Wrapper oder einer virtuellen Installation. Aber mal genau betrachtet gibt es folgende Möglichkeiten. Zum einen Wine. Mit Wine ist es möglich, viele Programme, die für die Microsoft Windows-Betriebssysteme kompiliert wurden, auch unter Linux auszuführen. Wine kann ohne eine Windows-Installation verwendet werden. Play on Linux. Play on Linux benutzt auch Wine und bringt eine grafische Oberfläche mit. Es erleichtert die Installation, Konfiguration wie auch die Deinstallation von Programmen, die über Wine verwendet werden. Proton. Ziel von Proton ist es, Steam-Spiele, die für Windows erstellt wurden, auch unter Linux spielen zu können. Proton verwendet zur Implementierung von DirectX 11 und DirectX 12 Vulkan. Du erinnerst dich, das ist die 3D-Grafikbibliothek bzw. der Nachfolger von Mesa 3D bzw. OpenGL. Bottles. Bottles Gaming Environment ist der dritte im Bunde, der auch Wine benutzt und eine einfache grafische Oberfläche mitbringt, in der eine große Anzahl von Windows-Applikationen bzw. Games schon optimal konfiguriert ist. VirtualBox. VirtualBox ist eine Virtualisierungssoftware der Firma Oracle, die ursprünglich von der Innotec Systemberatungs GmbH aus Baden-Württemberg entwickelt wurde. VirtualBox bietet eine kostenlose Community-Version an, in der du ein komplettes Betriebssystem installieren kannst, als würdest du es auf einer Hardware installieren. Du kannst darin ein Windows oder ein Linux installieren, experimentell geht auch ein macOS. Was in dieser Liste gar nicht fehlen darf, ist YARBRIDGE. Mit dem kostenlosen YARBRIDGE und Wine kannst du 32-Bit und 64-Bit VST2, VST3 und CLAP Windows Plugins unter Linux benutzen. Die meisten Plugins laufen beim Einbinden einfach so. Bei ein paar anderen muss hier und da noch etwas konfiguriert werden, aber die Community um Robert, dem Entwickler von YARBRIDGE, ist da sehr fleißig und hat viele Lösungen für solche Situationen. Kommen wir zu den Paketmanagern. Die sorgen dafür, dass dein Betriebssystem und deine Programme immer aktuell bleiben. Paketmanager sind in Linux im Gegensatz zu anderen Betriebssystemen seit Jahrzehnten Standard. Es gibt die APT oder apt-dpkg, das ist der Debian Paketmanager, wird auch in so ziemlich allen Ubuntu-Derivaten verwendet. RPM, der Red Hat Package Manager für Fedora. Yast kommt von der SUSE Linux-Distribution. Flatpak gehört zu den distributionsübergreifenden Paketmanagern. Eine Quelle für Flatpak-Pakete ist zum Beispiel FlatHub. Dazu sei noch das Berechtigungsprogramm FlatSeal genannt. AppImage oder auch AppImage ist auch distributionsunabhängig. Das ist eigentlich gar kein Paketmanager, sondern nur ein Programm, das aus einer Datei besteht und es einfach nur rumkopiert und ausgeführt werden kann. Wer das noch kennt, es gab mal unter Windows die Portable-Version für USB-Sticks. Im Prinzip ist das genau sowas. Aktualisieren muss man diese Programme manuell. Und ganz wichtig sind natürlich die Repositories. Sehr vereinfacht gesagt sind das Webseiten, die maschinell auslesbare Informationen enthalten, damit Paketmanager darauf zugreifen und nachschauen können, ob es neue Updates gibt und wo diese zum Runterladen und Installieren liegen. Das ist super praktisch, aber wenn du wahllos Repositories in dein System hinzufügst, damit du alle Software dieser Welt installieren kannst, hat das auch so seine Tücken, die von ein wenig doof bis jetzt habe ich mein System zerschossen reichen können. Linux-Einsteiger sollten lieber die Finger eine ganze Weile davon lassen, bis sie verstanden haben, was sie da tun. Der Bereich Audio, Grafik und Video. QPWGraph ist eine Pipewire Patch Bay, um Ein- und Ausgänge für Audio, MIDI und Video miteinander zu verbinden. ShowMIDI ist eine Multiplattform-GUI-Anwendung zur einfachen Visualisierung von MIDI-Aktivitäten. FFmpeg, eine extrem umfangreiche Audio- und Videobibliothek zum Erstellen von allen möglichen Audio- und Videoformaten und Containern von WAV, FLAC, MP3, Opus, MP4, MKV, MOV, Surround und so weiter. FFmpeg ist bei sehr vielen Programmen, wie zum Beispiel auch Bitwig, integriert bzw. mitgeliefert. Der Sound Converter, eine grafische Oberfläche, um Audiodateien zu konvertieren. EasyTech,
ein alter und etwas eigenartig zu bedienender ID3 Tag Editor und Dateiumbenenner, aber er ist immer noch der beste seiner Art. KRename, ein grafisches Tool, um massenhaft Dateien und Verzeichnisse auch in Unterverzeichnissen entweder einfach oder mit Variablen, Makros und regulären Ausdrücken umzubenennen. Audacity oder Tenacity, ein sehr ausgereifter und sehr umfangreicher grafischer Soundeditor. Eigentlich ist das Programm wesentlich mehr als nur ein Soundeditor. Easy Effects. Soundeffekte mit einer grafischen Oberfläche. Ob nur mit einem EQ oder einem zusätzlichen Kompressor, Limiter oder einem Gate, kannst du alles, was in deinem Computer rein oder rausgeht, mit diversesten Effekten versehen. VLC, der Video LAN Client, ist dir vermutlich bekannt. Der Player, der zwar nicht hübsch aussieht, aber dafür alles an Audio, MIDI, Mod und Video abschillt, was es auf diesem Planeten gibt. KDN Live, eines von sehr vielen guten Open Source Videoschnittprogrammen, die es für Linux gibt. Lossless Cut, ein extrem hilfreiches Tool, um in Sekunden ein Video aufzuteilen oder einen kleinen Clip aus einem Video zu extrahieren, ohne alles neu encodieren zu müssen. Handbrake, fertige Videos neu codieren, ist extrem hilfreich. OBS Studio, zum Erstellen von Videos, Tutorials oder für den Livestream oder auch nur, um in einem Videocall bessere Möglichkeiten zu haben. GIMP, professionelles Grafikprogramm, wird immer wieder mit Photoshop verglichen. ScanLight, zum Einscannen von Texten mit Hilfe eines Scanners. Sonobus und VDO Ninja, für zum Beispiel One-on-One-Sessions, gemeinsame Musik-Sessions oder Jam-Sessions mit mehreren, mit Audio und Video. Mix, eine sehr umfangreiche DJ-Software. MuseScore oder Lilypond, um Noten zu schreiben. DAWs, Digital Audio Workstations. Bitwig, Cocos Reaper, Presonus Studio One, Traction Waveform, Ardor, Z-Rhythm, Harrison Mixbus, Renoise, VCV Rack. Dann Plugins, Surge XT, Odin 2, Weite und Helm, Dragonfly Reverbs, LSP, die Linux Studio Plugins, Air Windows, von Yuhi sämtliche Synth und Effects als Linux Version, von Tal, Synthesizer und Effekte, von ModArt PianoTech, Algonaut, Atlas 2 Sample Manager, Sononym Sample Manager, AudioThing mit Effekt und Instrumenten, Audio Damage, Applied Computer Music Technologies, Audio Blast, Boom Shanker Machines, Auburn Sound Plugins, Ambisonic Plugins und viele mehr. Office. LibreOffice, eine Office-Suite, Textverarbeitung, Tabellenkalkulation, Präsentation, Datenbank, Malprogramm und Matheprogramm. Obsidian, eine Markdown-Suite für deine Notizen, deine To-Dos, deine Skripte und so weiter. Ocular PDF Viewer. Bester PDF-Viewer auch für Anmerkungen, Notizen in PDF-Dateien und derzeit die einzige Softwareanwendung mit dem blauen Engel-Zertifikat. Minder. Mindmaps erstellen. Mozilla Thunderbird für deine E-Mails. Mozilla Firefox, der sichere Browser mit den Datenschutz-Add-ons Privacy Badger, uBlock Origin und Canvas Blocker. KeePass XC, der sichere Password-Safe. KCalc, der ein kleiner Taschenrechner. K-Shutdown, zeitgesteuert den Rechner runterfahren. Solar, Logitech Keyboard und Mäuse mit dem Rechner koppeln. Spectacle Screenshot Tool, beim Druck auf die Drucktaste gibt es einen Screenshot. KDE Connect, Dateien zwischen Smartphones und Smartphones oder Smartphone-Computer über WLAN austauschen. SpeechNote, aka DSNote, ein Tool, mit dem du offline Audio und Video in Text transkribieren oder auch Texte in diversen Sprachen vorlesen lassen kannst. Dann Kommunikation, Kollaboration mit Nextcloud oder einem anderen wenigeren sicheren Cloud-Service-Provider. Dann Chatting, also Messenger wie Element oder Discord, Social Media Networks wie Frantica, Petiverse, Mastodon. Fazit. So, das war jetzt die geballte Ladung Informationen für den Start oder auch als Abgleich mit dem, was du so benutzt. Ich bin immer interessiert zu wissen, was du gerne benutzt und warum. Schreib's mir einfach in die Kommentare, aber auch gerne Fragen und Anregungen zu dem Thema allgemein. Ich hoffe, es hat dich neugierig gemacht, wenn du noch kein Linux benutzt, denn ich habe versucht, recht viel da reinzupacken, womit du normalerweise von deinen Freunden bei den anderen Betriebssystemen über die Jahre hinein sozialisiert worden bist.
Da ich mich über die Jahre auf Ubuntu bzw. Kubuntu festgelegt habe, nun seit fast 20 Jahren, kann ich dir zum Beispiel eine tolle Seite ubuntuusers.de empfehlen. Aber es gibt da noch viele andere, wie auch englische Quellen dazu. Aber natürlich haben die anderen Linux-Distributionen ebenso hervorragende Dokumentation und Hilfeseiten. Bei Arch Linux zum Beispiel finde ich persönlich oft gut detaillierte Informationen. Wenn du noch mehr gute Quellen kennst, immer her damit in die Kommentare. Tja, und damit war's das dann auch schon wieder. Mein Name ist Odo Sendai-Dokai, danke für deine Zeit und deine Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dich im nächsten Video wiederzusehen. Bleib gesund und rette die Zukunft. Mach's gut. Bis dann. Ciao, ciao.